seien zwei orthogonale Geraden x und y, die sich in einem Punkt O schneiden. Auf x legt man zwei Punkte A und B, verschieden von O, fest, so dass der Vektor OA gleich ist zu 2 mal Vektor OB. Für jeden Punkt P auf y definiert man den Punkt Q, so dass 3 mal Vektor OQ gleich ist zu Vektor OP. Erstens, stelle diese Angaben dar. Zweitens, bestimme den Ort der gemeinsamen Punkte der Geraden AP und BQ, wenn P die Gerade Y durchläuft. Wir beginnen mit der Darstellung der Angaben. Hier sind die zwei Geraden X und Y, die orthogonal zueinander sind und die sich im Punkt O schneiden. Auf dieser Geraden X legen wir die Punkte A und B fest, so dass der Vektor OA das Doppelte vom Vektor OB ist. Auf der Geraden Y liegen die Punkte P und Q so, dass der Vektor OP das Dreifache vom Vektor OQ ist. Dieser Punkt P durchläuft diese Gerade Y und der Punkt Q fährt mit, so dass der Vektor OP immer das Dreifache vom Vektor OQ ist. Beobachten wir das in der Animation. Es ist richtig eingetragen. Jetzt werden wir den geometrischen Ort bestimmen und beginnen mit der notwendigen Bedingung, das heißt, wenn ein Punkt L die genannte Eigenschaft erfüllt, dann muss dieser Punkt L zum geometrischen Ort Groß L gehören, geometrischen Ort, den wir suchen. Und um den herauszufinden, wählen wir ein Bezugssystem, zum Beispiel so. Die x-Achse, das ist die angegebene Gerade x, die y-Achse, das ist die angegebene Gerade y, der Schnittpunkt, das ist der Ursprung vom Bezugssystem, also der Punkt O mit Koordinate 0, 0. Und die Längeneinheit wählen wir als Distanz zwischen O und B. Diese Distanz nennen wir 1. Somit hat der Punkt B in diesem Koordinatensystem als Koordinate 1, 0. Und der Punkt A hat automatisch als Koordinate 2, 0, weil ja der Vektor OA das Doppelte vom Vektor OB sein muss. Der Punkt P befindet sich auf der y-Achse. Wenn wir seine Ordinate 3 Lambda nennen, dann muss die Ordinate von Q Lambda sein, weil ja der Vektor OP das Dreifache vom Vektor OQ ist. Somit kann P die y-Achse durchlaufen und Q fährt automatisch mit. Die Gerade AP hat als kartesische Gleichung y minus 0 gleich 3 Lambda minus 0 geteilt durch 0 minus 2 mal x minus diese 2. Diese Gleichung schreibt sich einfacher in diese Form. 3 Lambda x plus 2y minus 6 Lambda gleich 0. Die Gerade BQ hat als kartesische Gleichung y minus 0 gleich Lambda minus 0 geteilt durch 0 minus 1 mal x minus 1. Und diese Gleichung schreibt sich einfacher so. Lambda x plus y minus Lambda gleich 0. Der geometrische Ort, den wir suchen, das ist die Menge von all solchen Schnittpunkten L, Schnittpunkte von AP und BQ.
schauen wir, was passiert mit diesem Punkt L, wenn wir Lambda variieren. All diese Punkte L bilden den geometrischen Ort. Die Koordinate von solch einem Punkt L muss natürlich die zwei kartesische Gleichungen von AP und BQ erfüllen, weil dieser Punkt sich ja auf beiden Geraden befindet. Wenn wir die erste Gleichung so lassen, wie sie ist, das heißt, wir multiplizieren sie mit 1, und die zweite Gleichung mit minus 2 multiplizieren, also so, dann finden wir als Vorzahlen von y 2 und minus 2. Nach der Addition dieser zwei Gleichungen wird y also verschwinden. So erhalten wir lambda x minus 4 lambda gleich 0 oder auch lambda mal x minus 4 gleich 0. Wir sehen hier also zwei Fälle. Entweder lambda ist 0 oder x minus 4 ist 0. Im ersten Fall, wenn lambda 0 ist, dann sehen wir zum Beispiel an der Gleichung von bq, dass y auch 0 sein muss. Und alle Punkte, für die y gleich 0 ist, befinden sich auf der x-Achse. So haben wir einen ersten Teil des geometrischen Ortes, nennen wir ihn groß L 1, das ist die x-Achse, also die angegebene Gerade x. In dem Fall, wo x minus 4 gleich 0 ist, muss x 4 sein und alle Punkte der Ebene, für die die Abszisse 4 ist, befinden sich auf dieser vertikalen Geraden d, die durch diesen Punkt mit Koordinate 4, 0 geht. Also ein zweiter Teil des geometrischen Ortes, den wir suchen, das ist diese vertikale Gerade d mit kartesischer Gleichung x gleich 4. Wir bearbeiten jetzt die hinreichende Bedingung, das heißt, wenn ein Punkt L zum geometrischen Ort gehört, dann muss dieser Punkt L die genannte Eigenschaft erfüllen. Dazu haben wir zwei Fälle zu bearbeiten. Entweder der Punkt L befindet sich auf der x-Achse oder der Punkt L befindet sich auf dieser vertikalen Geraden d. Erster Fall, der Punkt L befindet sich auf der x-Achse. Da L Schnittpunkt der Geraden AP und BQ ist, muss die Koordinate von L die zwei kartesischen Gleichungen von AB und BQ erfüllen. Aber zusätzlich wissen wir, dass die Ordinate von L 0 sein muss, weil L ja auf der x-Achse liegt. Also muss y 0 sein. Wenn wir in diesen zwei Gleichungen y durch 0 ersetzen, dann erhalten wir diese zwei Gleichungen, 3 lambda x plus 0 minus 6 lambda gleich 0, also so, und lambda x plus 0 minus lambda gleich 0, also so. Wenn wir die erste Gleichung durch 3 teilen, dann erhalten wir lambda x gleich 2 lambda und die zweite Gleichung ergibt lambda x gleich lambda. Also lambda x ist gleich 2 lambda und gleichzeitig ist lambda x gleich lambda. Demzufolge muss 2 lambda gleich lambda sein und die einzige Zahl lambda, die gleich zu ihrem doppelten Wert ist, das ist die 0. Also muss lambda gleich 0 sein in diesem Fall. Wir stellen hier lambda auf 0 und daraus schließen wir sofort, dass die Gerade LA die x-Achse ist, die Gerade LB ebenfalls, der Punkt P hat als Koordinate 0, 0 und der Punkt Q hat auch als Koordinate 0, 0. Somit ist diese Eigenschaft 3 mal Vektor OQ gleich Vektor OP erfüllt, denn das Dreifache vom Nullvektor
Das ist der Nullvektor. Zweiter Fall der hinreichenden Bedingung, der Punkt L gehört zu dieser vertikalen Geraden D. Das bedeutet automatisch, dass die Abszisse von L 4 sein muss. L, das ist der Schnittpunkt der zwei Geraden AP und BQ, also muss die Koordinate von L die kartesische Gleichung von AP erfüllen und auch die kartesische Gleichung von BQ erfüllen. Zusätzlich wissen wir aber, dass x gleich 4 ist. Wenn wir also in diesen beiden Gleichungen x durch 4 ersetzen, so erhalten wir diese beiden Gleichungen, 12 Lambda plus 2y minus 6 Lambda gleich 0 und 4 Lambda plus y minus Lambda gleich 0. Beide Gleichungen führen zu y gleich minus 3 Lambda, hier auch. Also wissen wir, dass die Koordinate vom Punkt L 4 minus 3 Lambda sein muss. Und daraus können wir schließen, dass der Schnittpunkt der Geraden LA mit der Y-Achse selbstverständlich der Punkt mit Koordinate 0, 3 Lambda ist und der Schnittpunkt der Geraden LB mit der Y-Achse der Punkt Q mit Koordinate 0, Lambda ist. Und somit ist diese Eigenschaft 3 mal Vektor OQ gleich Vektor OP ebenfalls im zweiten Fall erfüllt. Letztendlich werden wir den geometrischen Ort ausdrücken, unabhängig vom gewählten Bezugssystem. Das waren die Angaben. Auf dieser angegebenen Geraden x bestimmen wir diesen Punkt C, und zwar so, dass der Vektor OC das Vierfache vom Vektor OB ist. Durch diesen Punkt C ziehen wir diese Gerade D, die senkrecht zur angegebenen Geraden x verläuft. Und somit können wir den geometrischen Ort L ausdrücken als Vereinigung von dieser Geraden x und dieser Geraden d.